Hallo, hier ist Kay. Sei gegrüßt und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, der liebe Alltag mit all seinen To-Dos, mit all seinen Aufgaben, mit all seinen Verpflichtungen, mit all seinen Verantwortungen. Ja, den haben wir täglich und irgendwie haben wir den auch am Wochenende. Ne? Es gibt immer irgendwie was zu tun. Wir sind ständig eingespannt und es ist so, dass wir tatsächlich immer öfter das Gefühl haben, zu funktionieren, anstatt zu leben. Das Leben ist nach der Uhr gerichtet, das Leben ist nach dem Smartphone gerichtet, nach all den Terminen, die wir so haben. Und ganz selten nehmen wir uns tatsächlich eine bewusste Auszeit, um wieder in unsere Kraft zu kommen. Und selbst wenn wir dann mal so ein Zeitfenster haben, wo wir sagen können, oh ja, jetzt ist mal gerade gar nichts und jetzt klingelt auch nicht irgendwie noch das Telefon oder poppt hier gerade wieder die neueste Nachricht auf, selbst dann gehen wir eher in diese Schiene, ich esse was, ich gönne mir jetzt was, ich trinke eine Tasse Kaffee, ich esse dazu einen Keks, brauche jetzt einfach mal eine Auszeit. Also wir gehen über dieses Belohnungsprinzip, über die Ernährung. Das ist auch ganz normal. Es ist ein Schema, das wir auch von unserer Kindheit mitnehmen. Ne? Ja, jetzt hock dich mal hin, jetzt trinkst du erstmal was und isst du erstmal was. Und das ist auch so dramatisch gar nicht. Es ist nur dramatisch, wenn du das andere, sprich wirklich in deine Kraft, in deine Ruhe zu kommen, mal ganz bei dir zu sein, nicht tust. Und wenn du alles über die Ernährung, vor allen Dingen dann über die süße Ernährung, über den Zucker, über stärkehaltige Dinge ausgleichst. Wir wünschen uns ja wirklich nichts sehnlicher als einfach mal nur zu sein. Einfach mal nur sitzen. Lasst mich doch mal in Ruhe. Lasst mich doch einfach mal für mich sein und meinen klaren Gedanken fassen. Lasst mich doch einfach mal irgendwo hinlegen und in den Himmel gucken und die Wolken betrachten. Lasst mich doch einfach mal den Vögeln zuhören. Lass mich doch mal. Und wir signalisieren das immer so nach außen. Ja, wenn Sie mich mal lassen würden. Dabei geben wir uns nach innen ganz selten die Chance. Denn selbst wenn wir dann mal Zeit für uns haben, haben wir wie gesagt das Erste, dass wir übers Essen gehen und übers Trinken. Und das Zweite ist, dass wir dann sagen, ja, nee, also jetzt meditieren oder jetzt irgendwie so ein wohltuendes Workout machen oder ja, keine Ahnung, was man da noch alles machen kann. Ah, dazu habe ich jetzt echt keine Lust. Und auch so viel Zeit habe ich auch gar nicht, bis ich mir das jetzt rausgesucht habe. Und ah, nee. Und also, Energie habe ich auch keine. Ja, dann fallen wir da immer ganz schnell rein. Und dann ist es natürlich super einfach, an die Schublade zu gehen und sich da einen Keks rauszuholen und sich einen Kaffee zu zapfen. Ja. Ich möchte dir aber zeigen, dass du auch mit kleinen Zeitfenstern über eine ganz einfache Methode in deine Kraft kommen kannst. Und du brauchst dazu nichts. Du kannst quasi einfach nur da stehen oder dich hinsetzen und es tun. Du brauchst nur deinen Körper. Und im letzten Video habe ich dir die Wechselatmung vorgestellt. Ne? Eine ganz einfache Methode. Du brauchst nur deine rechte Hand und du brauchst deinen Körper und du sollst atmen. Atmen musst du sowieso, sonst fällst du um und dann war's das. Und auch heute gibt es eine neue Form zu atmen, und zwar den Feueratem. Ein mega, mega effektiv, weil er dich zum einen zentriert und zum anderen dir aber auch so eine Power auf einmal gibt. Durch den vielen Sauerstoff, den wir da wirklich reinholen, bist du auf einmal wieder glockenwach und hast richtig viel Energie. Und ich würde doch sagen, du kannst mir ja erstmal zuschauen und dann machen wir das auf jeden Fall noch gemeinsam. Der Feueratem, der funktioniert über den Bauch. Ja? Und zwar das Thema Bauch rausstrecken bei Frauen ist ja immer so ein Thema, aber guckt doch gerade keiner zu. Ne? Mir gucken Leute zu, dir guckt gerade keiner zu. Das heißt, das Zwerchfell wird natürlich schön gefüllt.
Und wir drücken den Bauch raus und holen ihn rein. Also wirklich, das kannst du mal einfach jetzt so mitmachen. Ne? Spann den mal an, zieh den Bauchnabel mal rein und dann lass los. Richtig ganz abrupt. Ne? Du siehst es auch bei mir, was hier passiert. Ja, und mach das erstmal langsam. Du kannst ganz normal weiteratmen, komplett unbewusst. Rein und raus. Rein und raus. Und dann kann man das mal ein bisschen schneller machen. Und allein dadurch trainierst du schon deine Bauchmuskeln. Es ist nicht gigantisch, musst du überhaupt keinen Workout machen. Du kannst hier komplett ruhig sitzen. Ja, einfach nur rein, raus. So, jetzt bauen wir natürlich noch den Atem damit ein. Was mir unheimlich wichtig ist, egal ob du jetzt stehst oder sitzt, liegend solltest du das nicht machen. Wenn du sitzt und wenn du stehst, bist du bitte aufrecht. So passiert da nichts. Ja, da kann ich keinen Bauch einziehen. Da kann ich ihn auch ganz schwer rausdrücken, weil er meistens eh schon draußen ist. Wenn ich aber aufrecht bin, meine Schultern und Schulterblätter nach innen und unten gezogen habe, dann kann ich hier natürlich viel besser die Aktivität ankurbeln. Okay? Also, wir atmen durch die Nase ein und aus. Das heißt, das ist der Atemrhythmus, den wir haben. Wenn wir ausatmen, dann ziehen wir den Bauch ein. Wenn wir einatmen, wölben wir den Bauch, weil wir ja füllen wollen. Okay? Jetzt, ich zeige dir das jetzt einfach mal. Ich mache so ein paar Anläufe und dann siehst du, wie ich immer besser in diesen Rhythmus hineinkomme. Und dann machen wir das noch gemeinsam. Okay? Also aufrecht hingesetzt. Schön. Länge in der Wirbelsäule. Die Hände liegen ganz locker auf den Beinen. Und dann geht's los. Aber du hast es bestimmt gesehen hier an den Falten meines Shirts, wie der Bauch sich immer wieder wölbt und reingeht. Jetzt sagst du vielleicht, oh meine Güte, das ist mir viel zu schnell, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Deswegen sage ich ja, du kommst automatisch in diesen Rhythmus hinein. Du darfst einfach nur mal vertrauen und vor allen Dingen loslassen. Und du kannst natürlich auch ganz langsam starten. Du kannst einatmen, Bauch raus und ausatmen, rein. Ja, auch das geht. Und wenn du dann merkst, das funktioniert, dann wirst du immer schneller. Okay? So, ich würde sagen, wir machen das jetzt 4-mal langsam und dann gehen wir in den bisschen schnelleren Atemrhythmus zusammen hinein. Aufrecht hinsetzen, Blick geradeaus, schließ auch gerne die Augen. Und jetzt beginnen wir langsam einatmen, Bauch raus, ausatmen, Bauch rein. Nochmal. Und schneller. Jawohl. Und zum Abschluss einen tiefen Atemzug. Ja, und du spürst jetzt bestimmt, gerade wenn du das jetzt schnell mitgemacht hast, wie du so eine Leichtigkeit im Kopf hast. Es ist fast so wie ein Schwindelgefühl. Es ist so, wow, was ist denn jetzt los? Nein, das ist überhaupt nichts für mich. Das ist ganz normal, denn wir bringen jetzt so viel Sauerstoff da rein. Normalerweise atmest du komplett flach, komplett unbewusst. Da ist nicht viel mit Sauerstoff. Aber durch diesen Feueratem holst du dir eben den Sauerstoff so richtig schön rein. Und dann gibt es kurz diese Leichtigkeit, dieses, oh, was ist denn jetzt los? Diesen leichten Schwindel und dann ist auch wieder gut. Atme da einfach wieder tief und bewusst. Ja, lass dich nicht aus dem Konzept bringen. Gut ist. Okay, wie oft solltest du das machen? Also ich empfehle dir anfangs tatsächlich, diesen langsamen Rhythmus zu machen. Ja, achte drauf, übe erstmal, wie funktioniert das Ganze? Was muss ich machen, wenn ich einatme? Was muss ich machen, wenn ich ausatme? Und mach das 4-5 Mal hintereinander und dann ist schon gut für den Tag. Ja? Und dann am nächsten Tag kannst du es ein bisschen steigern. Mach 5-7 Mal. Oder mach eben 4 Mal und guck mal, ob du ein bisschen schneller machen kannst.
bau das ganz langsam ein, in kleinen Schritten. Schau, was es mit dir macht. Schau, was mit dir passiert. Wie geht es dir vorher? Wie geht es dir dabei? Und wie geht es dir dann nachher? Und auch hier, es ist immer wichtig, solche neuen Gewohnheiten, solche neuen Rituale, wo du ja wirklich in deine Kraft kommen möchtest, ja, mit einer Begebenheit des Tages zu triggern, zu koppeln. Sprich, wenn du immer merkst, nach dem Mittagessen, da fällst du wirklich in so das Innenloch rein. Na, sollten wir uns vielleicht mal über deine Ernährung unterhalten. Aber wenn du das einfach merkst, da ist der halbe Tag schon rum, da ist so, oh, dann sag doch, nach dem Mittagessen, nach dem Küche aufräumen, setze ich mich 2 Minuten hin. Ich setze mich einfach nur aufrecht hin und atme 4-mal tief mit dieser Feueratmung. Bauch wölben, Bauch rein, Bauch wölben, Bauch rein, Bauch wölben, Bauch rein, Bauch wölben, Bauch rein. Das ist noch nicht mal eine Minute. Ja? Nach dem Mittagessen oder nach der Küche aufräumen, das ist das, was ich mache, bevor ich irgendwas anderes mache. Noch nicht mal eine Minute. Also hinsetzen, das geht schnell, und das Atmen. Wenn du das bewusst machst, dich voll drauf konzentrierst, sind die 4 Atemzüge unter einer Minute erledigt. Natürlich darfst du dir gerne mehr Zeit nehmen. Ist vollkommen dir überlassen. Aber oft sagen wir ja, ah nee, für sowas habe ich jetzt keine Zeit. Gut, sehr schön. Dann mal fröhliches Feuer atmen. Wenn du Fragen dazu hast, kontaktiere mich. Du weißt, ich bin sehr offen, bin da immer bereit zu helfen. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen genialen Tag. Mach es gut, bis dann. Ciao, hier ist Kay.